Alfisti, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem Video zeige ich euch, wie ich meinen Zubehörlichtschalter gegen einen originalen austausche und warum diese unter anderem so oft durchbrennen. Die Batterie solltet ihr vorher abklemmen. Wie beim Originallenkrad komme ich auch hier um einen Abzieher nicht drum herum. Der fällt hier nur ein bisschen größer aus. So, hier sieht man schön das Problem, und zwar läuft die Rückholfeder blank und unisoliert auf der Hülse. Das zeige ich euch aber gleich genauer, wenn ich den Schalter ausgebaut habe. Übrigens, falls jemand Originalschalter instand setzt oder noch einen guten übrig hat, kann er sich gerne bei mir melden. Hier seht ihr jetzt die Hülse und man sieht gut, wie die Feder über lange Zeit hier schon geschliffen hat, auf dem blanken Metall. Bei den meisten Alphas der 105er Serie ist die Isolation nach unten gerutscht oder ist gar nicht mehr vorhanden. Die gehört nach oben, wo die Feder auch langläuft. Wenn das Gummi nicht mehr vorhanden ist, könnt ihr auch Isolierband nehmen. Ich habe jetzt Isolierband genommen und das Gummi nochmal darüber festgeklebt. Doppelt sicher.
Der Zubehörschalter hat zwar einen guten Job gemacht, jedoch hat mir die Haptik und die Verarbeitung nicht so gut gefallen. Ich hatte das Glück, noch einen originalen Lichtschalter zu ergattern, quasi so ein Survivor, denn diese mittlerweile im guten Zustand oder neu echt schwer zu bekommen. Danke nochmal, Wolfgang. Die vier Originalschrauben gab es auch noch dazu. Kleiner Tipp, die Feder solltet ihr von hinten einhaken, dann braucht ihr die kleinen Haken nicht zusammenkneifen und es hakt nichts an der Leiterplatte. Jetzt solltet ihr die Federspannung prüfen, bevor ihr alles wieder zusammenbaut. Die erkennt man daran, dass der Blinkerhebel nach Betätigen in der Position bleibt und nicht von selbst wieder zurückkommt. Manchmal hört man auch schon, dass die Feder zu stramm ist am Geräusch. Dann müsst ihr diese ein bisschen dehnen. Jetzt läuft die Feder schön, ohne auf Masse zu liegen. Jetzt gibt es noch etwas Lack für die Radnabe, der blättert nämlich schon etwas ab. Zu guter Letzt noch die Lenksäulenverkleidung wieder reinfummeln und dann sieht es wieder schick aus.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen, euer Rafa.